Danke sehr, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen des Wiener Landtags. Wir haben diese Sondersitzung verlangt zu diesem Thema Bettelverbot. Nicht zuletzt deswegen, weil wir einerseits vor wenigen Wochen eine Umfrage auch präsentiert bekommen haben, dass österreichweit 74% der Bürger für ein Bettelverbot in den Städten sind. 74% der Bürger, also eine beachtliche Zahl. Die Studie wurde veröffentlicht im Profil und wurde auch seitens Unique Research erhoben. 74%, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Zahl an Menschen, die für ein Bettelverbot sind. Und wenn man, glaube ich, die Menschen in Wien fragen würde, dann würde die Studie bei Weitem höher ausfallen, weil die Menschen wollen nicht, dass Menschen aus dem Ausland nach Wien hereingekarrt werden, wollen nicht, dass Menschen ausgebeutet werden. Und das ist eine Ausbeutung, es ist eine moderne Ausbeutung. Und sie wollen nicht, dass auch andererseits natürlich Menschen hier in Wien durch ein aggressives, gewerbsmäßiges Betteln belästigt werden. All das hat eigentlich in einem Wien des 21. Jahrhunderts nichts verloren. Deswegen fordern wir ein sektorales Bettelverbot. Und ja, 74%, die eben nicht wollen, dass hier doch eine falsche, wirklich vorgeschützte Menschlichkeit und Toleranz, die es ja nicht ist. Es ist ein wirklich ein schlechtes Gewissen seitens diverser linker Gutmenschen, der Grünen und der Roten. Sie wollen nicht, dass diese vorgeschützte Toleranz ein Klima erzeugt wird, dass hier die Bettelmafia tun und lassen kann, was sie will. Und morgen, am 2. Juni, tritt in Kraft in Salzburg, in einer Stadt mit einem roten Bürgermeister, ein sektorales Bettelverbot. Eine tolle Errungenschaft. Eine Errungenschaft, die beschlossen wurde mit Stimmen der SPÖ, der ÖVP und der Freiheitlichen. Es ist möglich, es tritt morgen in Kraft am 2. Juni ebenso ein sektorales Bettelverbot, dass die Gemeinde genau auch feststellen kann, an welchen Orten und Plätzen soll ein Bettelverbot verhängt werden und wo nicht. Dieses Bettelverbot ist verfassungskonform. Das tritt morgen in Kraft. Es ist möglich. Und ich frage mich schon, warum hier die Fraktion der SPÖ in Wien nicht einmal über ihren eigenen Schatten springen kann. Und davon rede ich ja gar nicht. Es ist ja nicht der eigene Schatten. Es ist der Schatten der Grünen. Ja? Um hier genau das zu tun, was in der SPÖ und in Salzburg möglich gemacht wurde. Morgen tritt es in Kraft. Und da sieht man schon, dass die SPÖ in Wien sich hier anscheinend in der Geiselhaft der Grünen befindet. Also wenn das die Reformpartnerschaft hier in Wien ist, nämlich zwischen Rot und Grün, ja, dann gute Nacht. Man sieht ja, wie solche Reformpartnerschaften in der Steiermark mit Erfolg gesegnet sind. Ja, am meisten verloren. Die Reformpartnerschaft in der Steiermark hat sogar mehr verloren, als die Parteien bisher allein verloren haben. Wenn das die Reformpartnerschaft ist für Wien, die Sie sich wünschen, dann sind Sie anscheinend nicht lernfähig. Weil die Menschen wollen eine andere Politik und die Menschen haben es satt, dass man dauernd gegen ihre Interessen drüberfährt und vorgeht und nur das Wohl der Bettelmafia, der Asylindustrie und sonstiger Genossen und Leuten, die im Endeffekt den Schaden Österreichs wollen, in den Vordergrund stellen. Das wollen wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist keine Politik für die Bürger. Und ich frage mich schon, wann sind Sie das letzte Mal mit offenen Augen durch die Stadt gegangen? Wann waren Sie das letzte Mal einkaufen bei Supermärkten? Wann sind Sie das letzte Mal am Stadtpark gesessen oder am Naschmarkt zum Beispiel gesessen? Es ist einem Menschen nicht mehr zumutbar. Es ist einem Bürger, der dort verkehrt, nicht mehr zumutbar. Es ist einem Touristen nicht zumutbar. Es ist den Standlern nicht mehr zumutbar, den Geschäftsleuten, weil es mittlerweile zu einer Plage geworden ist, das aggressive Betteln. Es ist zu einer Plage geworden und man muss genau dieser Plage einen Riegel vorschieben. Das hat in einer Weltstadt, die wir sein wollen, die wir alle sein wollen, nichts verloren. Wenn wir alle den, oder Sie vor allem den Live-Ball hier propagieren, wir tun es weniger, ja? Aber wenn wir alle den Song Contest propagieren und Menschen aus aller Welt hierher einladen, ist das gut für Wien. Aber wenn wir dann gleichzeitig genau die Menschen, die nach Wien kommen und einen Wochenendurlaub hier verbringen, abschrecken durch eine Bettelmafia,
die keinen Riegel vorgeschoben bekommt, dann ist das eine Schande für eine Großstadt, für Wien. Und Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Sozialdemokratie, gemeinsam mit den Grünen, Sie haben diese Schande zu verantworten. Das werden die Menschen auch im Oktober genauso berücksichtigen. Und da brauchen Sie nicht glauben, die mehr, die oftmals von diversen Gutmenschen erzählt wird, ja, das sind ja alles ja Menschen, die für sich alleine betteln gehen, die nicht vorgeschoben werden. Und ein Großteil der Versehrungen ist echt. Und wenn ein Kind mitgenommen wird, dann ist ja das umso mehr mitleidserregend. All das wurde ja schon vor einigen Jahren verboten. Ja, das stimmt. Das wurde verboten. Aber die Polizei hat im Einzelfall nicht die Handhabe, dagegen vorzugehen. Weil es im Einzelfall viel zu schwierig ist zu prüfen, ist jetzt das Betteln gewerbsmäßig, aggressiv, oder war ein Kind dabei oder nicht, oder welches Alter hat das Kind, dass es eben als Kind auch einzuordnen ist. Das alles ist im Einzelfall seitens der Polizei viel zu schwer zu prüfen. Noch dazu, wenn die Polizei laufend im Endeffekt hier personell vermindert wird und die Dienststellen geschlossen werden. Deswegen braucht es eben ein sektorales Bettelverbot, wo eben genau in dem Sektor, der festgestellt wird und so auch verordnet wird, ein generelles Bettelverbot gilt. Das ist seitens des Verfassungsgerichtshofs möglich. Der Verfassungsgerichtshof sagt ganz klar, es gibt das Recht auf freie Meinungsäußerung und es gibt eine Befugnis, um milde Gaben zu bieten. Interessanterweise Befugnis, da spricht der Verfassungsgerichtshof von Befugnis. Bei einem Herrn Kraus hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, es ist eine Befugnis, deswegen ist es nicht unsere Kompetenz. Es ist auch sehr interessant, mit welchem Zweile Maß hier gemessen wird. Aber darüber werden wir noch sprechen können bei einer anderen Gelegenheit. Aber ein stilles Betteln an öffentlichen Orten kann natürlich nicht ausnahmslos verboten werden. Das bedeutet aber, ein sektorales Bettelverbot wie in Salzburg ist rechtlich und ist verfassungsrechtlich konform. Es ist möglich. Warum tun Sie es einfach nicht? Sie haben heute die Möglichkeit, unserem Antrag zuzustimmen, wo wir die zuständige Frau Stadträtin Frauenberger auffordern, auch hier einen Novellenentwurf zum Wiener Landessicherheitsgesetz uns vorzulegen, um ein sektorales Bettelverbot in Wien möglich zu machen. Stimmen Sie unserem Antrag zu und sorgen Sie dafür, dass die Menschen in Wien nicht mehr belästigt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Zustand ist weiter nicht mehr zumutbar. Und dann reden Sie dauernd mit so Floskeln wie menschenwürdig und Toleranz und dergleichen. Ist es menschenwürdig, wenn 30 bis 40 Leute in einer Substandardwohnung hausen müssen, unter schlimmsten Umständen in Wien? Ja, ist es zumutbar? Ist das Menschlichkeit? Das sind die wahren Zustände. Wir wissen genau, wie das läuft in Wien. Ist es menschenwürdig, wenn hier in Wirklichkeit Menschen versklavt werden, das Geld am Abend eingesammelt wird und die Menschen sich nicht einmal einen Cent behalten können, gerade einmal das zu essen bekommen, damit sie nicht verhungern? Und hier in Wien es genügend Zinshäuser gibt mit Wohnungen, wo 20, 30, 40 Bettler unter den schlimmsten Umständen hausen müssten. Ist das Ihre Menschlichkeit? Meinen Sie das ernst? In Wirklichkeit, menschenwürdig wäre es, wenn man gegen das Bettelproblem so restriktiv wie möglich vorgehen würde, damit die Bettelmafia erst gar nicht auf die Idee kommt, Wien als Markt erschließen zu müssen und zu können. Das wäre menschenwürdig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Ihre Verweigerung, die Realität einzusehen, schadet in Wirklichkeit nur den Menschen, die aus Rumänien und aus Bulgarien hierher gekarrt werden und hier versklavt werden und in Wirklichkeit hier im Menschenhandel im 21. Jahrhundert stattfindet. Das ist Ihre Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihre menschliche Politik, nein, sie ist nicht menschlich, sie ist unmenschlich. Und genau für diese unmenschliche Politik werden Sie im Oktober die Rechnung präsentiert bekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kann so nicht weitergehen. Und ich sage Ihnen abschließend, es würde Ihnen gut anstehen, einmal nicht diejenigen, die das Problem seit Jahren erkannt haben, nämlich wir Freiheitliche, nicht als Hetzer darzustellen und als menschenverachtend darzustellen. Verwenden Sie die Energie, die Sie aufwenden, uns dauernd ins rechte Eck zu stellen,
Verwenden Sie die Energie einmal, die Probleme am Schopf zu packen und zu lösen und gegen die Bettelmafia in Wien vorzugehen. Das würde Ihnen gut anstehen und Sie würden wahrscheinlich nicht so viel verlieren wie die SPÖ in der Steiermark und im Burgenland.